Ich habe hier schon mal zwei Löcher gemacht. Und dann brauchen wir aus der Kiste je ein Oberoberteil und ein Oberunterteil und ein Oberunterteil und ein, nein, ein Unterunterteil und ein Oberunterteil. Dann brauchen wir für diese Seite das Werkzeug und für die andere Seite brauchen wir das Werkzeug. Dann machen wir erstmal die Unterseite, die ist nämlich einfacher. Ich muss dann auch die Richtung beachten, wenn ich das so zumachen will. So die Unterseite, die mit den Zacken. Und dann machen wir das da drauf. Und dann nehmen wir uns hier eine glatte, harte Unterfläche und den Hohlkörper. Und hauen so lang, bis metallisch klingt. So. Unterteil. Für das Oberteil brauchen wir dann noch den da hier. Wenn das so schließen soll, dann muss was von oben rauf. Und das unten drauf, sodass man die Sternchen oben sieht. Dass man so schließen kann. Dann legen wir das hier drauf. Und dann gehen wir da so richtig rein. Schön gerade halten. Und dann so. Tada!